Oh, es geht direkt weiter in Firewatch. Tag 3. Bei dieser Hitze 32 Grad, da kann man nur Firewatch spielen. Da droht ja auch Waldbrandgefahr und so. Yeah. What do you look like? Why are you asking? Because I'm horribly superficial. I could be Tom Cruise's good-looking twin brother. Oh, that's too bad. I read in People he's like 5'0". Yeah, well, you can't win them all. Okay, well, that gives me a good start. Now let's see. My scope, I can only tell you're a white guy wearing shorts. It's hot. And maybe, by the way, I'm not white. It's not very, you know, PC or whatever they say. Oh my god, you are the whitest man. Wow. I don't need a spotting scope for that. And if not shorts, then what do you normally like to wear? Klamotten, ich denke nicht wirklich darüber nach. Clothes. I don't really think about it. Oh, come on. I got a sweatshirt I like. Good jacket I got at the Buckle Barn. Ooh, I love the Buckle Barn. Just one of those brown ones, you know? I do. Now tell me about your face. I'm looking at you across the bar. What do I see? Ich habe einen dichten Bart. A pretty thick beard. Oh. Have you always had a beard? For a while, yeah. All right, perfect. I want to know about your eyes. Get out of here. I'm drawing you. I need to know. Was, your what? Is that okay? Don't answer. I'm gonna do it regardless. Fine. Your eyes, tell me. Müde. They look tired, I think. Oh, yeah? Yeah, you know, you hit a certain age and you think you're a younger person who just looks tired all the time. Speak for yourself, mister. But I guess that's getting old. Well, some people might see distinguished. Okay, got it. Thank you, Henry. You get what you need? Absolutely. Tja, da sind wir wieder. Bretter anbringen. Krieg ich Bretter her? Habe ich irgendwelche Aufträge? Ich glaube, ich muss das Fenster reparieren, oder? Aber wo kriege ich Bretter her? Was ist denn? Krieg ich das hier auf? Gar nichts machen. Oh, es sind gar keine Bretter. Kann ich das denn posen? Muss ich Bretter holen. Keine Ahnung. Ich gehe mal raus. Vielleicht liegen sie hier irgendwo. Aha! Besorge mehr Bretter. Schon haben wir den nächsten Auftrag. Die liegen einfach so verstreut wahrscheinlich jetzt hier rum. Sieht mal wieder nach einem entspannten Tag aus.
die Brille in der Karte eingezeichnet. Nee. Das wäre ja was, ne? Ich weiß gar nicht, wie viele Bretter ich brauche. Eigentlich vielleicht zwei schon. Aber da stand ja nur Besorge mehr Bretter. Ich glaube, das Spiel will, dass wir einfach, dass man hier einfach rumläuft. Vielleicht wird mir angezeigt, wie viel Bretter man braucht. Ein Brett brauchen wir wahrscheinlich noch. Oh, jetzt habe ich gedacht, vorne steht jemand. Das ist in so Spielen meistens so. Das erste findet man ganz leicht, das zweite, ja, geht so, und das dritte sucht man dann eine Ewigkeit lang. Ach, da liegt's ja. Holzbrett. Und man kann diese Betonsteine aufnehmen. Okay. Dann war es ja nicht so schwierig. Ich nehme alles zurück. I got that window all patched up. So, what should I do now? What's next? What's next? What do you think is next? Well, you've been the one giving me tasks for 2 days straight. What's next is you sit in that room until September 1st and call me at the first sign of smoke. Oh, yeah. Why don't you let me know when you're mentally prepared for that task and I'll give it to you. Okay, I think I am ready to tackle my long-term commitment of keeping this national forest safe from total destruction. I am glad to hear you've really thought this through. Natürlich. Of course. We've issued you a comfy chair to sit in and everything. You know, it's not really that comfy. I mean, it's wooden and there's no padding. I think I actually got a splinter in my thigh this morning. Aww. Well, regardless, take a seat. The forest depends on you. Tag 9. Sind schon ein paar Tage jetzt vergangen. Hello, Henry. Having a nice afternoon? Oh. Ich könnte für immer hier bleiben. Some bad news. Two young women, Chelsea Stevens and Lily McLean, were reported missing. They've got parents out in California who haven't heard from them in a week. They were supposed to meet an aunt down in Cody. If they're the girls from last week, then you're probably the last person to have seen them. It's a coincidence. How many pairs of girls go backpacking? Probably a lot. Yeah, probably a lot. So I guess you didn't get their names then? Look, it's not gonna be an issue. I mean, if they turn up dead, then maybe. Should I just not say anything and save us the trouble? I think it's worth mentioning something. Also es geht um diese Teenies, wo Madame C gesehen haben. I'll keep it vague. I really don't want to talk to the cops.
Me neither. All right, Henry, thanks. Enjoy the sunset. Tag 15. Jetzt sind wir schon 2 Wochen hier. Also anscheinend ist mit diesen Teenies, die wo da am See waren, wo wir da am See entdeckt haben und so. Henry? Henry, wake up. Was? Was? Schon wieder ein kaputtes Fenster. Get out of bed and pick up the radio. Was ist das? Was ist da? What do you want? Hey, you big dumb idiot. Babe, it's late. I know it is. You sound tired. Julia! I am. Are you having a nice time? Sure. Are you? Everything good there? Sie sind so Frau. Jules? What? Oh, sorry, Henry. Yeah, I'm good. Oh, that's good. Well, I'll let you get back to sleep then. Okay, Jules. Delilah seems nice. Sure. Bye, baby. Ich wusste gar nicht, dass wir Kontakt haben. Boah, jetzt sind wir einen Monat schon hier. Ich habe wirklich gedacht, es geht Tag für Tag, aber das ist ja... Eieiei. Is it too much of a pain in the ass to bring supplies all the way up to our towers? Well, I get my stuff hand-delivered. Oh, how's that work? It's the perks of a decade of service. You're out hiking in 90-degree heat, and I get to do crosswords. Isn't life miserably unfair? Anyway, when you find the supply drop, remember it's not just for you, okay? Other lookouts, biologists, a few people get their food there, and I don't want to have to call in for more. There should be loads of good stuff, though. Beans, prunes, jerky. You know, my sister eats 6 prunes a day. 6. She's, like, really precise about it. She'd be great at this job if she didn't need wheelbarrows full of marijuana to function. So, like, 2 weeks ago, you called me in the middle of the night? You were sleeping, I guess, and... All I heard was the name Jules through the mumbles. I just thought it was so sweet. I wanted to wake you up, but then I thought maybe you were having a nice conversation and I'd just be spoiling it. Haben wir mit ihr I hope you're doing okay, you know, when it comes to her. Oh, I shouldn't be out here. Yes, you should. No, I just ran away from my problems. No, you didn't. We all fuck up. Look. So, a couple of months before I took this job, I was with this guy, Javier. Ugh, he's incredible, caring, sexy as hell. He was a driller down in Casper. We dated for almost 5 years. I was working with the Wyoming Outdoor Leadership School, and I was obsessed with it. I wanted to be an instructor so badly. And I was sure I was going to marry Javier as soon as I could be bothered. Waltz was also a good excuse to get out of town, drink whiskey in the mountains, cut loose. Then, Javier's brother got killed working in Gillette. And for some reason, I didn't come home. Javier said it was fine. He'd go to the funeral, take care of his mom, stuff like that. It'd be easier solo. When he came back, he left me. I came out here. I lied and told my sister he fucked our neighbor. I've just lied about it for over 10 years. And, for some reason, I wanted you to know. I figured you've told me so much about you. So, you know, there's something about me. We both fucked up. Oh ja, ich glaube, unsere Kollegin geht's nicht besser wie uns.
grüne Dings. Da muss man hin. Au! Oh, Lebensmittel für einen anderen Feuerwachturm. Das ist unser. Alright, I got everything I need out of here. Time to chow down. Just yours, right? Who do you think I am? Das sind ja Zeitsprünge. Wieder ein Monat später. You've got a front row seat for what might be the biggest fire of the year. Yeah, it's really going. I'm gonna call it in. They'll send in a hotshot crew for some suppression, but I bet we'll be stuck with her for the rest of the summer. And she doesn't have a name yet. I usually think of something funny or something practical or a little risque when coming up with them. But why don't you do the honors? Delilah's a nice name. No, you big dummy. I was kidding. No, you were not. You're sweet, but we can't call it the Delilah Fire. Okay, what then? How about my middle name, June? The June Fire, even though it's July. I like it. So there's this creek down the hill, and, you know what my favorite thing to do is? What's that? I love to take a bottle of whatever I have on hand, plunge it deep into the water, and let it chill in there all day. And then, on nights like tonight, when it is so disgustingly hot, I have something nice and cool to drink. I learned that from my sister in Santa Fe. She'd do that with a bottle of tequila near her house and make margaritas the size of your head. You'd like it there. Ich habe schlechte Erfahrungen mit Tequila. I've had one too many bad experiences with tequila. A little reticent to try it again. Well, maybe you just need a new, good experience with it. Yeah, maybe. Are you looking at the fire? No, I'm not. You should. Let me know when you are. Was jetzt nochmal? Ist das eine gute Idee? Ich habe den letzten Satz nicht verstanden. Der Stand steht hier immer noch als Aufgabe, mit Delilah zu sprechen. Aber irgendwie das Spiel hält uns nicht auf. Aber wir haben keine Taschenlampe, ne? Wir laufen jetzt hier im Dunkeln durch die Nacht. Keine Ahnung, ob das Feuer ist auch nicht eingezeichnet. Mal zum Turm wieder zurück. Ich weiß nicht, ob man das machen soll. Ich habe jetzt auch gar nicht richtig aufgepasst. Richtung Ruby River? Hm.
In die dunkle Nacht. Es ist richtig dunkel. Ah, Information für die Karte. Die Nachricht. Was steht auf der Nachricht? Nachricht von Dave. Hi Ron, ich wünsche mir, die da oben würden uns Funkgeräte geben, die nicht komplett für'n Arsch sind. Meistens schreibe ich es lieber, aber ab und zu wäre es schön, dich sofort erreichen zu können. Meine Schwester hinterlässt mir dauernd Nachrichten in der Zentrale. Sie versteht wohl nicht ganz so ganz, dass ich den Job hier angenommen habe, damit ich Ruhe vor ihr und unserer Mutter habe. Ich sitze schon eine Weile hier und überlege, was ich ihr sagen soll, habe aber bislang nur eine halbe Flasche Gin getrunken. Ich vermisse dich, Dave. Das ist irgendwie, scheint dieser Job, scheint dieser Job für Leute mit Alkoholproblemen zu sein, die vor ihren Familien abhauen. So, ich sehe es mir wieder an. Okay, I'm looking at it again. I love how they look at night. During the day it's just smoke, but when the sun is down, you can just get lost. Ja. Yeah. Hat nicht gestern ja gesagt. Why do you say that? Because I do. I'm not crazy. I mean, we've had such a good time, right? Yeah, I think so. I don't talk to the other lookouts as much as I talk to you. Not in the same way. And I know you're not really available, but I want you to know, well, maybe it'd be nice to get together at the end of the summer. Look, we don't have to plan or even talk about it. I'm just having the thought. I wish I was over there. I wish you were too. Yeah, ich auch. We could sit outside. We could talk without these radios. We could, you know. What can we do? Well, let me tell you. Oh, jetzt habe ich gedacht, wir können das Feuer noch angucken. Menno. Sind wir schon ganz schön lange hier. You're going fishing without a license? It's one fish, and I'm sick of all the stuff I got to eat. Well, I won't tell anyone you're a poacher. That reminds me, I keep hearing reports from Fish and Game about a problem bear they're trying to keep tabs on. Can you search around the lake for fresh tracks and just let me know what you find? There was a crew burning fire lines out to the east, and, you know, I think sometimes it riles up the Bären, wildlife. Bären, Pferden. Huh. Problem bear? Fuck that. I am of the opinion that they are all problems. Come on, please. Ugh, can't believe I'm gonna leave this planet as a pile of bear shit. Thank you, Henry. Yeah.
Ah, halt, Moment. Ach, wir gehen schon drauf zu. Wo ist jetzt die? Hä, wo ist jetzt die Angel? Shit. Ja, so langsam kennen wir den Weg. Oder auch nicht. Nee, 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 nee. Der Weg zum Lake müsste eigentlich richtig, richtig deutlich sich sichtbar sein. Und ja, da ist er. Oh. Oh. Someone left their clipboard out here. It could have been one of the fish and game folks. See if there's a name or a credential or something. I can call it in. What the? It's. Holy shit! What's going on? You didn't actually find a bear, did you? Someone has written down what we said to each other, have been saying. That doesn't make any sense. I don't talk to the other lookouts as much as I talk to you, not in the same way. No way. Wait, hold on. Something's out here. Henry? I'm worried. You didn't find and eat any mushrooms, did you? I mean, they can be fun, but also, you know, devastating. Quelle des seltsamen Geräuschs am Canyon suchen. Oh God, I don't know why I just called you that. Ein Funkgerät. I found a walkie-talkie out here too. Okay. It's going shithouse. If you haven't already, and then we'll figure out whose it is. Oh, ouch. Henry, are you there? Oh, damit habe ich jetzt nicht what gerechnet. What happened, Henry? I got hit in the head, punched or something by someone. Are you serious? What the hell is going on out there? I don't know. Jesus Christ. Let me get this straight. You found a clipboard with, what, transcripts of our conversations? What else is on it? I don't know. It's gone, along with a radio of theirs. Somebody out here could have just killed me, Delilah. I don't... What the fuck is going on? What's Wapiti Station? I don't know. I saw the name Wapiti Station right before I was cold-cocked. Does Wapiti Station mean anything to you? Wapiti Meadow. Maybe it's Wapiti Meadow. It's on our maps. It's not too far from where you are right now. It's where you saw that damn fence. It's north of the lake. It looks like there should be a trail somewhere on the north shore of Jonesy Lake. Well, the June fire isn't going anywhere, huh? No, that's why those guys came out to burn that line. It's at the stage where all we can do is pay attention to it. They're not gonna try to put it out? Not yet, apparently. Okay, wir müssen zu Wapiti Station. Wie kommt man da hin am besten? Oh, über den Fluss immer geradeaus. Und der Fluss. Nee, das ist ja das Feuer. Ja, ich bin in die falsche Richtung gegangen. Falsche Richtung. Also das Feuer ist noch nicht erloschen anscheinend. Was bei Buschbränden jetzt nicht so... Nennt man das auch so Buschbrände? Naja, was bei Waldbränden nicht so außergewöhnlich ist. Im Nationalparks. Das sieht cool aus. Wie schön. Ey, wie schön.
Ja. Meistens werden die Feuer entweder eingedämmt, glaube ich, und nicht komplett gelöscht oder irgendwie. Ach, keine Ahnung, ich bin kein Feuerwachtler. Gibt da was? Na. Eins. Drei. Vier. Also, Information. Informationen aktualisieren auf der Karte. So, Nachricht. Wieder eine Nachricht. Wieder von Dave, 1986. Hi Ron. Bei mir zu Hause ist was passiert. Hoffentlich kann ich hier für eine Weile weg. Aber wer weiß, bei den Haushaltsmitteln heutzutage. Haushaltsmittel? Hä? Hast du meine Nachricht über den Vorfall in Wapiti gelesen? Ich schätze, der Sheriff ist nicht unbedingt gut auf mich zu sprechen. Wahrscheinlich habe ich es übertrieben. Wäre schön gewesen, wenn du da gewesen wärst. Bestimmt wärst du durchgedreht. Dave. PS, Amigos ist Spanisch und professionales Italienisch. Okay. Also die Nachrichten, die sind weiterhin. Oh, ein anderer Pullover. Den kann ich nicht. Ich kann den Pullover nicht nehmen. Von der University Eastern Colorado. Aber das Buch kann ich nehmen. Der vierte Stand. Aha. Das war's. Gut. Die Nachricht schwebt in der Luft. Jetzt muss ich gucken. In welche Richtung? Aha. Es führt sogar schon ein direkter Weg hin. Ja, wunderbar. Sehr schön. Dann laufe ich in die richtige Richtung. Nein, natürlich nicht. Das muntere Wege suchen hat wieder begonnen. Schätze ich, muss da runter. Ja. Okay. Ich Angst, da oben steht vielleicht jemand und schneidet das Seil durch. So, ich will die. Ich brauche die Karte. Ja, ist der richtige Weg. Und das eben etwas von der Seite gesprungen. Das ist jetzt übrigens auch interessant. Die Aufgabe für den Jonesy Lake. Zuerst geh angeln, plötzlich untersuche Bärenpferden, plötzlich jetzt sollen wir das machen. Ja, das ist schon ein bisschen komisch. Eingezäuntes Areal. Alright, I'm here. Looks like goddamn Area 51. Maybe they've got aliens. That'd be exciting. Yeah, we'll see about that. Okay, I'm at the fence. I don't see anyone around, but I'm not sure I can get past it. How big is it? Big. It goes off in both directions. Acres. But what the fuck is going on out here? Whatever it is, someone doesn't want anyone to know about it. Sometimes biologists will cordon off a little area to study flora or whatever, but that's only a few square feet usually. That's not what this is. We'll see what you can do to get past it.
aus auf Stein? Überwinde den Zaun. And the gate is locked up, obviously. Obviously. I'll see if I can break in somehow. All right. Be careful. Oh. Das mit dem Stein nicht. Look, I'm not gonna be able to get into this place. Shit. I don't know how long I can dick around out here until someone notices. God, if you were an actual firefighter, you'd have that gate down in two shakes. Hey, actually, those guys doing the controlled burn, they might be able to help. Where are they? Beyond Ruby River, there's a scout camp. They burned a line a few days ago that should let you hike right to them. Well, that's great. If they haven't left, they're probably the type of guys who would help you get through that fence. Suche den kontrollierten Brand südlich des... Warum habe ich jetzt eine andere Aufgabe? Nö. Suche den kontrollierten Brand. Wo? Wo bin ich jetzt gerade? Es ist wieder verschlossen. Südlich des Ruby River. Wo ist der Ruby River? Boah, nö, muss ich da runter? Oh, no. Tja, bei der Feuerwacht ist man immer auf der Wanderschaft. Wanderschaft. Also die Bärenpferde suchen und angeln. Bärenpferde suchen und angeln. Das wäre auch mal spannend gewesen. Aber die Zeit ist jetzt sehr schnell vorbeigegangen. Also 2 Monate und plötzlich haben wir zig Aufgaben. Und aber irgendwie nicht so nach dem Motto, naja, wenn die eine fertig ist, dann die, das andere Stein. Dann die andere, sondern irgendwie so, ja, ich weiß nicht. Noch Angst, da oben steht jemand. Aber das Spiel hält immer noch das, was es verspricht. Also, ich glaube, die Experience ist so die halbe Miete. Man muss eben viel rumlaufen. Man sieht viel von der Umgebung, von der Atmosphäre. Ruby River. Boah, ich muss ganz da runter. Das heißt eigentlich zum Turm zurück. Halt, ich lasse die Kopf mal. Ich glaube, das ist näher am Fluss entlang zu laufen, oder? Kontrollierter Brand. Das wollte ich vorhin sagen, dass es solche kontrollierten Brände gibt. Die werden dann irgendwie eingedämmt, damit sie sich nicht ausbreiten. Ich muss in die andere Richtung. Damit sie sich nicht ausbreiten und dann kontrolliert abbrennen, nennt man das. Glaube ich. Wenn echte Feuerwehrleute hier zugucken, könnte das ja mal erklären. Weil wie gesagt, ich bin da überhaupt nicht drin bewandert. Ah, jetzt ist die richtige Richtung. Das ist schon weit.
Was mir auch auffällt, ist unsere Kollegin, mit der wir hier ständig reden, die haben wir noch nie persönlich gesehen. Wir haben eigentlich noch niemanden persönlich gesehen. Und wenn, dann Leute, die wo uns niederschlagen, uns aus der Ferne beleidigen, also die Teenies, ja. Oder der Typ, wo uns da mit der Taschenlampe angeleuchtet hat. Okay, jetzt ist ein weiter Weg, wo nichts passiert, kommt diese Musik. Dann noch dieser Dialog zwischen Dave und Ron. Jetzt muss ich noch sagen, irgendwie hat das Spiel bzw. die Atmosphäre etwas Entschleunigtes. Es ist ja aus einer Zeit. Hey, I called around. Things seem normal with everyone else. Bei dir was Seltsames passiert? Has anything strange been happening on your end? No, nothing really. Nothing really or nothing? Nothing. My door was open the other night, but that's not strange. That doesn't sound like nothing. It's nothing, I promise. All right, I'm headed toward the camp anyway. Okay. Keep your radio close to you. Hey, what you just said, keep my radio close to me. Yeah? Before I got attacked back at the lake, I saw a radio on the ground, kind of like the one I use. And? Do you think that maybe someone was, you know, I don't know. What? Maybe intercepting our frequency with other radios or something. Henry. It's just a thought. I don't even know how you would do that. Yeah, well, you sound worried. No, I'm not. Okay, let's not spin out of control. Just keep hiking. Whatever you say, boss. Bin dran vorbeigelaufen. Ah, ich muss durch die Höhle. Also, es sieht so aus, als ob unser Funkverkehr abgehört wird. Hallo? Oh, das ist schon peinlich. Oh, Junge, hast du keine anderen Sorgen? Ich will hier raus. Ja, es entschleunigt, weil es kommt ja aus einer Zeit, wo es noch keine Handys gab, kein Internet. I know we don't know what's going on yet, but I don't have a good feeling. I don't like feeling vulnerable. It's not like you can just call the police. I was thinking about the Goodwins. It just struck me that if anything weird like this happened to them, happened to Brian, just how scared he would have been. In ihrem Turm ist anscheinend auch jemand gewesen. I'm sure he's fine, Delilah. I mean, don't you think if this started happening to them, he or his dad would have said something? I don't know. Ned was a weird guy. No, nobody is that weird. The moment you hear someone in the bushes or get punched from the shadows, you're getting your boss on the phone. Yeah. Brian is fine. I hope so. It was 3 years ago. He's in high school now. He's on summer break. Yeah, you're right. You're right. That's awesome. So, ich muss schon auf die Karte schauen. Ruby River. Okay.
Okay, oh, ist noch so ein weiter Weg. Da ist ja schon unser Turm. Rennen. Ich erschreck bei diesem Geräusch jedes Mal, aber das ist ja der Generator. So. Jetzt. Südlich des Ruby Rivers. Ach du Schreck. Immer geradeaus. Nicht sicher wegen dem Weg. Ja. Wir begegnen übrigens nie Tieren. Also was, gell, also ich bin jetzt da nicht sonderlich unglücklich darüber. Aber ganz am Anfang, wo wir im Intro, ist uns ein Hirsch über den Weg gelaufen. Dann hieß es plötzlich irgendwie die Bärenspuren am Jonesy-Fluss zu untersuchen, Jonesy-See zu untersuchen. Okay, Musik, das bedeutet, wir sind auf dem richtigen Weg. Vielleicht das Feuer, was wir heute, was wir in der Nacht gesehen haben. Aus dem South Camp eingekreist. Aktualisiert, suche den Löschtrupp im Lager hinter dem kontrollierten Mann. I found where they did the controlled burn. I can hike right through here now. Yeah, normally they wouldn't do that so close to a body of water, but I think they're extra worried about a fire jumping the river and burning up to two forks now that there's someone in it. Well, I'm extra appreciative of that. Let's see. The scout camp is southeast of the river. There should be a pond on the way. Got it. What happens if a controlled burn gets out of control? Someone gets fired. Gefeuert? Ugh, are you serious? Oh, come on. That one was an honest accident. I'm not even in the mood for wordplay. That's how wound up all this shit has me.
Zeit im Lager. Snowmobiles out here. That's crazy. Looks like one of the poor bastards was cruising across this pond and dumped it. That was not a fun hike back to civilization. There's an old pond out here, not much more than a pile of mud. Do you have it on your map? Yeah, I know where you are. Yeah? Where am I? Pork Pond. There used to be a sign up for it, but, folks kept stealing it. Der Name Schmuddelloch bedeutet. Because it's called Pork Pond. It's a good goddamn name. That sign would look great in a den. Or, you know, anywhere. Whoa, someone stripped these snowmobiles down to the bone. Huh. And that's weird, right? I mean, I can come up with a bunch of not weird reasons someone would do that out here, but... Given what's happened, yeah, that's weird. Also, was auch passiert ist, ist es im Winter passiert. Porkfond. Ist das das Pfadfinderlager oder neben Pork? Na, Porkfond. So, is the scout camp anywhere near Pork Pond? Yeah, it is. Just keep heading east. You'll cross a small ravine and you shouldn't be able to miss it. Laszlo, mag ich irgendwie so ein Pfadfinderlager so mitten in der Wildnis, ja? Und ich meine das jetzt nicht so wie Freitag der 13., sondern Camp. Camp Arapaho. Okay. Camp Arapaho. You're there? Yeah, I am. It's been out there since the 50s. I was never really into the idea of the scouts. It's something about men organizing boys around their ideals. Never sat right with me. The bridge to the camp is out. Damn. I'm gonna walk the ravine and see if I can find some high ground to get across. Good plan. Oh. Es ist ja nur ein Spiel. Oh, wow. Motherfucker. Ja, das war ein Camp. Pfadfinderlager. Es hat immer irgendwie was Trauriges und sowas irgendwie so zerfallen. Ist. Oh, da ist es. Das Camp. Hast du schon mal mit einem Pfadfinder gesprochen? You ever talked to any of the scouts? No, they haven't been out here in a while, and I generally don't have a lot to say to preteens.
Unless it's Brian Goodwin. I guess these little shelters are where they keep the Weeblos. For the past 35 years, yeah. Irgendwie schade. Okay, Leschtrop suchen. Hinter. Im Lager, hinter dem kontrollierten Brand. Wo soll hier ein Leschtrop sein? Und wären die nicht. Hä? Okay, wir müssen uns umgucken halt. Was ist das? Was ist das? Tja, der Löschtrupp ist weg. Yeah, these guys are gone. Wir sind found where they were sitting alleine. Around before getting picked up. Damn. I found an axe. If one of the crew left it, that thing is actually called a Pulaski. It looks like an axe to me. This thing will be a huge help. For both getting through the backcountry and getting through that fence. Hey, Dee, they left something behind. It's like a memo from their boss. Next few days. Mitteilung an Löschtrupp. Gruppenführer Grant Carson. 10.08.89. Einsatzgruppe Flächenbrandbekämpfung Wyoming. Paint Rock Ranger District. Blablab. Betreff Dr. Simmons. Watapi Stadt Station. Region Thoroughfare. Gruppenführer Boss Carson. In den kommenden Tagen werden Sie und Ihr Team in der Region Thoroughfare im Shoshone Staatsforst eingesetzt, um südlich des Ruby River eine Feuerschneise anzulegen. Ich schreibe Ihnen im Auftrag von Dr. Ben Simmons, Watapi Station. Er wandte sich wegen der möglichen Bedrohung seiner Forschungseinrichtung durch einen Flächenbrand an den Oberbrandinspektor. Bei Ihrer Rückkehr wird ein Mitarbeiter seines Büros Sie bezüglich einer Gefährdungsbeurteilung für die Region kontaktieren. Ich habe Ihnen bereits mitgeteilt, dass kein Grund zur Sorge besteht und die Feuerschneisen Ihres Teams eine äußerst wirkungsvolle vorbeugende Maßnahme zum Schutz Ihrer Einrichtung sind. Die Feuerschneisen, zumal sie mehrere Kilometer entfernt ist. Ich schätze, es geht dabei mehr um Versicherungsfragen. Ich danke Ihnen wie immer für Ihre Dienste. Rich Slurenzo Brandinspektor. Dropping into the thoroughfare on behalf of Dr. Simmons at Wapiti Station. Wapiti Station? Holy crap. Keep reading. Oh, I just thought I would maybe, you know, stop there, let the mystery percolate. My mother always said I would need someone to give me a taste of my own medicine. They're running a research site out there. He was worried about wildfires. Someone is writing down our conversations. And now we find out there's a research site out here that we don't know about? What are they researching? I mean, you and I aren't very interesting. Oh, you know, probably just horned toads. Maybe Turk was an escapee. And a Wapiti Station clipboard with our conversations on it is just, what, recreation for them? I'm just messing around. Somebody is obviously up to something. I'm freaking out here. At least we know there is something real happening behind that fence. I think that we should consider that maybe this is all just a coincidence, but my gut says that there is something bad going on. Mine too. Okay. So what's next? Well, I've got an axe, so I can figure out a way to get over the ravine and back towards the site. Sounds good. Check in when you can and keep an eye out for anyone following you. Ah, mit der Axt könnte man jetzt wahrscheinlich den Zaun aufmachen. Aber da kann man nicht durch. Okay. Also ich muss wieder. Oh, zu Watapi Station. Oi, oi, oi. Okay. Nee, pass mal. Dann durch. Das ist das Ende der Map. Ich muss. Oh, ich bin wieder zu doof, den Weg zu finden.
heißer Weg. Da unten geht's auch noch. Ja. Ich bin im Kreis gelaufen. Ist das ein Sonnensegel oder was ist denn das? Keine Ahnung. Eine Falle fällt jetzt runter auf mich drauf. Flupp. Das wäre dann mal ein echter Jumpscare, oder wie man das heutzutage nennt. So. Och Menno, ich hatte mich vorhin so gefreut, Bärenspuren zu suchen. Wird uns der Bär noch überraschen? Angeln wurde ja auch nichts. So, ja. Angeln wurde ja auch nichts. Bin ich jetzt da nochmal? Wie bin ich jetzt? Wie habe ich das gemacht? Nein. Hä? Okay. Die nachfolgenden Videos verschieben sich um mehrere Tage. Das heißt doch, ach Kip, lauf doch einfach denselben Weg wieder zurück, wo du gekommen bist. Tja, Kip hat halt nur kein Gedächtnis für sowas. Aber ich glaube, ich finde den Weg schon irgendwie. Das ist eben so Try and Error mäßig. Schafft man das schon irgendwie? Und wenn nicht, dann wohne ich eben jetzt dann im Camp. Wenn ich die Karte übrigens in der Hand habe, kann ich mich rennen. Ja. Und ich habe für sowas kein Gedächtnis. Ich kann mir nicht merken, wo ich jetzt da rübergekommen bin. Ich bin zu doof für sowas. Okay. Kann ich da einfach runterspringen? Nö. Das ist jetzt wieder unnötig schwer.
drüber laufen? Also normalerweise... Ja, aber nicht... Nee. Ah, toll. Jetzt wird wieder eine Stunde drauf gehen, den Weg da rauszufinden, obwohl ich reingefunden habe. Das sind die Hütten. Da geht's nicht weiter. Alte Hütte. Oh, sowas hasse ich. Ich bin eingeschlossen. Das ist jetzt wieder so unnötig. Oh Mann! Doch der Weg. Und das macht dann wieder keinen Spaß. Also, ich bin ja nicht jemand, wo irgendwelche Bewertungen oder Punkte vergibt bei Spielen. Das mache ich nicht gern, aber das wäre zum Beispiel ein Minuspunkt. Dass man irgendwie unnötig suchen muss, ja, wo geht's jetzt weiter? Eigentlich müsste es hier weitergehen. Aber hier geht's nicht weiter. Und den Weg da, wo ich hergekommen bin, tja. Pustekuchen. Ich kann hier auch nicht die Axt irgendwie nehmen oder da. Das geht auch nicht. Das hier sieht aus, wie wenn es so ein Schlupfweg wäre, aber da geht es nicht weiter. Da bleibt man einfach stecken. Das ist eh zurück. Also das ist jetzt richtig blöd wieder. Hier aber nicht springen und nix. Wie bin ich hierher gekommen? Es macht jetzt keinen Spaß. Soll man eine Aufgabe erledigen und dann steckt man fest, weil der Weg versperrt ist. Das ist übrigens dieses Unnötige, dass jetzt die Brücke zu dem Camp eingestürzt ist. Die könnte doch jetzt auch einfach offen sein und fertig. Ja? Aber nee, die ist eingestürzt. Und das macht es jetzt unnötig schwer. Ich bin rübergekommen, aber wie? Ich weiß nicht mehr wie. Ich weiß nicht mehr, wie ich rübergekommen bin. Ich darf jetzt das ganze Ding hier entlang. Man kann hier nicht runterspringen, aber da ist eh keine Verbindung. Hier ist keine Verbindung.
da hoch, da hoch, da hoch. Da hoch. Da hoch. Nee. Es kann nicht sein, dass ich jetzt so weit gekommen bin und abbrechen muss, weil ich da nicht rüber bin. Hä? Ist das... Also, was soll das jetzt? Ist das jetzt blöd? Das ist jetzt ein... Man kann es mal hier durch, ne? Das ist jetzt ein richtiger Minuspunkt. Ein richtiger Minuspunkt. Also das ist richtig... Das ist jetzt richtig blöd. Unnötig. Da hätte man irgendwas machen können, dass es heißt so, ja, Brücke repariert oder... Keine Ahnung. Aber dass man jetzt ganz umständlich den Weg da wieder raussuchen muss. Das ist bescheuert. Ist das da drüben vielleicht? Oder ist ein Aufwälzen? Oh Mann! Also das gibt's doch nicht, dass man ein Spiel abbrechen muss, weil die ihr... Ist es hier jetzt? Ey, ist das jetzt bescheuert. Also ich bin jetzt richtig sauer. Und es ist so schade. Da wird ein Spiel so schön gemacht und dann bauen die was ein, wo man sagt so, oh Mann, ich meine, ich bin wirklich zu doof für sowas, stellenweise, ja? Wirklich. Aber... Da gibt's keinen Weg mehr rüber. Ich bin auch hier schon gewesen. Ich will jetzt schon wieder ein Spiel abbrechen und nicht fertig spielen, weil es einfach nicht mehr weitergeht. Manno! Was ist denn das für ein Scheiß? Ah, okay. Kann ich irgendwo mein Inventar angucken? Nachrichten. Nee, ich kann nur die Nachrichten angucken.
Aber das sieht doch aus, wenn es hier weitergehen wird. Weil, was hat denn das sonst von Sinn gemacht, jetzt die Axt zu nehmen? Oder geht's da weiter? Weil ich habe mit der Axt auch den Weg frei gemacht und dann ging es aber plötzlich nicht mehr weiter. Oh Mann, ey, das hasse ich jetzt. Das ist richtig blöd. Also wenn ich wieder abbrechen muss oder was nicht das wieder nicht fertig kriegt, weil es wegen so einer blöden... Oh, wegen so einem Blödsinn. Okay. Nee. Der war doch vorher nicht da. Der war doch vorher nicht da, oder? Ich werde das Video nicht schneiden. No way. Der Weg, wo wir aber über den wir aber rübergekommen sind. Wo ist der? Meine Güte. Alter Schwede. Are you there? I had a thought. Let's hear it. You heard someone in the bushes. Yeah. Okay, so let's assume we're being tailed. Or you are, at least. Where are you right now? Just on my way back, in and out of trees in the middle of nowhere. Do you see anybody? No, definitely not. All right. So, tell me what you think of this. Did you just cough? No. Did you just cough? Oh, fuck. There isn't any way someone, like, another lookout could be on this line, is there? Not without tapping our radios. Get in your tower, shut the door. Don't leave and don't use your radio. I'll call you. Understand? I will call you. Okay, also nichts mit Vampiti Lake. Also die Aufgaben werden anscheinend manchmal über den Haufen geworfen, wenn was Spontanes noch dazwischen kommt. Also nichts mit Angeln, nichts mit Bären. Thoroughfare Tower, this is Two Forks calling you for the, 50th time today. The June fire continues to move in a southerly fashion. Delilah, for fuck's sake, answer your radio. Hello, sunshine. Sorry, went out for a little bit. What can I do you for? Da draußen ist jemand. Tag 76 abgeschlossen. I didn't sleep a wink last night and I've been going crazy for the past 6 hours of sunup. How are you so chipper? Well, it's a new day. What a day, this day we've been given. Maybe I am actually asleep right now. Maybe I didn't stay up all night knowing that someone is. I actually slept just great. Okay. By the way, I was wondering if your Flora of the Shoshone info poster was still up inside your tower? What? It's just protocol that those stay up. You know, info about your tower, the surrounding tree species, etc. All right. Have a look at it. Make sure it's in ship shape. Sieh das Pflanzenposter an. Okay, yeah, it's up. Why are you acting like this? Great. Just wonderful. Do you see the tree in the top row, second from the left? Second from the left. Let me look at it and I'll tell you. No. You don't need to tell me. Just, internalize it. It's a great tree. And there's an area called, that tree's name in your sector that maybe you should take a midday hike to. Maybe. Cottonwood oder Alderschrub?
Which tree am I supposed to internalize again? Top row, second from the left. Head to a place named after that tree, and you'll have a wonderful afternoon. Was ich mich frage ist, wir haben hier Vorräte, die man anklicken kann. Aber können wir auch irgendwas machen? Bleichmittel? Da steht bloß immer fallen lassen. Mit der Pfanne kann ich nichts machen. Kaffeedose. Suchen. Ja. Aber ich kann damit nichts machen. Ist da irgendwo Wasser? Ah, Wasser. Das ist irgendwie... Ich leg's jetzt da mal da rein. So. Geht das? Ins Bett. Ja. Ehering. Alte Karte? Was? Oh. Hey, there's a map in my tower that I'm pretty sure is not USGS regulation. Unless I've escaped from two been orcs? Assigned to work in two orcs, and the lake to the east is made of acid. Two orcs? Looks like it was made by Brian Goodwin. Da stand his dad hated this type Goblin of stuff Cave. Felt like he had to hide it. Oh man, that would be sad. So you have a soft spot for nerds? I really do. Goblin Cave, Treasure Chest, Tavern, Fortress. Ist es der Nationalpark aus dem Film Orks, sie kommen, um uns alle zu töten, oder was? Warum schmeißen die das so hin? Warum kann man das nicht schön dahinlegen? So. Die Whiskyflasche für später aufheben. Yes. Lecker. Also, warum sieht der Ofen aus, wie wenn er ein Gesicht hätte? Also, Nussbutter, wir haben hier jede Menge Sachen, die wir nehmen können, aber kann nichts mitmachen. Dann fliegt es da so hin. Das stellt er auch nicht hin, da schmeißt es immer so. Ja. Okay. Das Bleichmittel. Oh. Stimmt, muss wieder dahin. Das ist doch alles nur Makulatur, oder? Werkzeugkiste kann ich nicht nehmen. Das ist auch sowas. Die Werkzeugkiste kann ich nicht nehmen. Das Bleichmittel kann ich aber nehmen. Da stellt es nicht hin. Da schmeißt es einfach irgendwie so dahin. Ja, toll. Soll ich mal rausgehen? Ich gehe mal raus. Ist es Nebel oder Rauch? Ich nehme noch auf. Und fortsetzen. So, jetzt. Also das Junefeuer brennt immer noch. Kann noch ein bisschen spazieren gehen. Oh, ich guck mal nach der Frage. Sieh dir das Pflanzenposter an. Ist nochmal, ist die Aufgabe. Hä? Was? Sind wir damit nicht fertig? Was soll ich da machen? Ach so. Oh. Yeah. Okay. Maybe I should go for a hike. Nothing like an afternoon in the Rockies, I tell ya. Radio me the moment you get there. Ja, jetzt haben wir die Aufgabe. Begib dich nach Cottonwood Creek, also Cottonwood. Okay. Ich glaube, was ist? Cottonwood Creek, also wir sind. Ja, wo ist Cottonwood? Das ist bestimmt ewig weit weg wieder. Cottonwood Creek.
Cottonwood. Ach, da unten. Oh je. Wie viele Stunden wird es dauern, bis ich das wieder gefunden habe? Ja, liebe Zuschauer, ich hoffe, ihr habt euch Snacks und was zu trinken. Oder ihr könnt auch einfach vorspulen. Das kommt ungefähr aufs selber raus. Wahrscheinlich werde ich jetzt unterwegs wieder unterbrochen und mit einer ganz anderen Aufgabe betraut. Oder das Chunfeuer kommt immer näher irgendwie. Oh, das ist der richtige Weg. Wir begegnen keinen einzigen Menschen. Und unsere Kollegin, die haben wir nur am Funkgerät. Ich weiß nicht, wie das bei echten Feuerwachtlern ist. Kommen doch manchmal Leute vorbei, oder? Oder irgendjemand hat ja auch die Vorräte gebracht. Oder irgendwie, oder so. Nee, falscher Weg. Richtung Cottonwood Creek. Das sieht schon richtig aus. Chancen auf den Tod. Ab ins Wasser mit dem Quatsch. Dann noch. Terminal 7. Tschüss. Jane Eye. Und ciao. Es ist alles leer. Schön. Haha. So räumt man auf. Cottonwood Creek. Ich glaube, da müssen wir links rum. Nö. Hä? Autsch, autsch. Aha. Hä, sind das schon Eisberge oder sind es Wolken? Ich bin natürlich mal wieder falsch. Sonne. Ich habe keine Ahnung, wo ich hin muss. Ja, ich bin mal wieder richtig falsch. War ja klar.
bin zu doof für sowas. So, na, wie geht's? Creek. Bisschen durchs Wasser, durch den Peugsnub, Peugbund. Oder wie das heißt. Über Stock und über Stein, lalalala. Ich hab mich mal wieder verirrt. Lalalala. So, dann rennen wir eben. Oha! Da guck mal da einer an. Das ist eine Aussicht. Haha. Großer Baum. Ach, einfach großer Baum. Ist es jetzt die Cottonwood Creek? Der sieht gar nicht gruselig aus. Was ist denn das? Da willst du nichts dazu sagen. Ich bin im Cottonwood Creek. Lauf durchs Wasser. La 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 la. Steht da oben jemand? Nächsten Baum. Oh. Ich frage mich, wie diese Teenager hierher gekommen sind überhaupt. Hierher gewandert im Hubschrauber. So. Ja, ich bin in Cottonwood Creek. Und jetzt? Was soll ich hier? Diesen Baum suchen vielleicht? Okay. Ich bin in Cottonwood Creek. I'm here at Cottonwood Creek. You see the cash box there? It must be around here somewhere. It is. Find it and open it. I changed the code. It's 5678. Are you kidding me? I was in a rush. Oh, was ist das Ding? Um. 5678. Ich müsste die Box jetzt schon sehen, oder? Oh, da ist sie irgendwo. Fünf, sechs, sieben. Ja, wo ist denn das Ding? Hallo? Da. Okay, found the cash box. Great, open it. Ah. 5 6 7 aktualisiert. Just one stray match.
Protect the forest. Ist da noch was drin? Ein Funkgerät. Hey, there's a different walkie-talkie in here. God damn it, Henry. Oh, this is what you left me. Yeah, and I was really hoping to keep it a secret. Take it and chuck the other one, then call me. Aber ich habe jetzt mal eine blöde Frage. Wenn wir abgehört werden, dann hört doch derjenige, der uns abhört, das jetzt auch. Oder? Was nimmst du denn ein neues Funkgerät? Gut, dann kann man nicht mehr abgehört werden, aber trotzdem. I've got it now. Good. I spent all day getting you that radio. I hiked to a cash box, lied to a ranger, lied to another ranger. And hopefully you are now holding a clean, untapped radio. Hopefully. Holy fuck, Henry, we have to get into that site. What the fuck is going on? People are listening to us? I don't know. Our radios are tapped? Are you fucking serious? Our radios are definitely tapped. That's why I left you the one you just got. How is this even possible? I don't know, Henry. What do you know? You know that I'm scared. Weißt irgendwas? None of it makes any sense. Are there any other lookouts this is happening to? Someone else in on this? Anyone? This is just happening to us. Everyone else is fine. Are you sure? Yes. I've tried to bring it up to Chimney Rock, Elk's Fork, and Beartooth Lookout, and every one of them got confused. Asked me if I'm okay and if I need to be relieved. Our fucking state coordinator asked if I was just having lady troubles. So no, this isn't happening to anyone else, and I'm done asking. I just changed clothes laying on the floor because I don't know who could be watching. Who is doing this? I don't know who could be doing this. Henry, I've been at this job off and on for 13 years. Sometimes here, sometimes over near Jackson, a couple times down in Wind River. And nothing like this has ever happened before. Wir müssen uns erst unterhalten. Ich werde Antworten finden. I'm heading back to the gate, and now that I've got an axe, we'll know something soon. You need to get into that site. Call me when you find something. Ja, jetzt bin ich gerade, weil wir haben uns wieder mal ganz gewaltig verlaufen. Ah, ganz gewaltig verlaufen. Also man kann nicht rennen, wenn man die Karte in der Hand hat. Man kann die Karte nicht benutzen, wenn man gerade das Walkie-Talkie benutzt. Finde einen Weg nach Wapitimitau. Also, deswegen hat sie vorhin gesagt, oh, du musst mal zu diesem Baum. Also das waren so versteckte Nachrichten, weil wir abgehört wurden. Und mit dem neuen Funkgerät wird man jetzt anscheinend nicht abgehört. Ja. Irgendjemand hört uns ab und macht sich Notizen. Und dieser Vandalismus zum Beispiel, das hat er scheinbar auch nichts mit den Teenies zu tun. Das ist irgendwie, ja, die, oh Mann, ich laufe wieder in die falsche Richtung. Also da ja der große Baum. und dann dieser Dialog zwischen Ron und Ron und Hermine. Ron und den, ich habe schon wieder vergessen, wie er heißt. Warum ist das so weit weg? Oh. Zeugt auch davon, dass es irgendein Geheimnis gibt. Irgendetwas, was hier passiert ist. Und scheinbar unsere Vorgänger, aber unser Vorgänger hatte ähnliche Probleme wie wir. Weil der hat ja auch geschrieben, ja, wegen dem Drink und Tequila und Whisky und ich renne vor meinen Problemen weg, bla bla bla.
Und da gibt es jetzt natürlich zwei Möglichkeiten. Die erste Möglichkeit ist, es passiert jetzt alles so, wirklich so, wie man sieht. Es ist alles real. Oder das passiert alles nur in unserem Kopf. Und unsere Gesprächspartnerin, die existiert gar nicht. Und weil wir hier draußen alleine sind und jetzt nicht wirklich was passiert und nicht wirklich Kontakt da ist, bilden wir uns das alles bloß ein. Oder unsere Gesprächspartnerin hier, unsere die Leia oder wie sie heißt, die steckt irgendwie mit da drin. Aber warum? Weil uns kennt doch niemand. Also wir sind ja hier auch neu. Also irgendwas ist da. Oh. Und ich stecke wieder fest, ne? Stecke ich wieder fest. So, jetzt muss ich den Weg finden. Wie gesagt, andere werden vielleicht schon viel weiter, aber ich bin, wie gesagt, ich bin zu doof für sowas, ne? Also ich laufe jetzt schon wieder in die falsche Richtung, wie man sieht. Das sind so Momente, wo ich mich frage, warum spiele ich sowas eigentlich? Ach, Mann! Ich laufe schon wieder in die falsche Richtung. Es ist halt auch irgendwann dann so anstrengend, weil man kann nicht schnell laufen, sondern nur so schleichen. Fast schon, wenn man die Karte in der Hand hat. Weil mit Karte kann man ja nur ganz langsam laufen. Das kennen wir ja, weil so ein Blatt Papier ist ja unglaublich schwer. Wenn wir die Karte loslassen, dann können wir schnell laufen. Just thought of something Jetzt wackelt sie wieder rein. not great. Ja, was ist denn? What is Ich it? soll doch zu diesem I filed a Waikiki-Dings. report that said that neither of us ever talked to or saw those girls, the ones that went missing a few weeks back. Oh, Oh, Scheiße. shit. My thoughts exactly. Our radios were tapped. And now someone probably has a transcript of that entire conversation. And I've filed a report that's a blatant lie. Oh, and those girls are still missing. Ja, die Yep. Girls sind missing. Verdammt. Fuck, Delilah. Ich würde gern gucken, wo ich Fuck bin. indeed. We really need to get to the bottom of this.
So. Werde ich jetzt hier. Oh, ich werde nicht niedergeschlagen. So. So, wo bin ich? Ja, sieht ja gut aus. Was, wo muss ich jetzt hin? Ich muss ja da Wapiti. Die Wapiti. Beat down. Es hat übrigens nichts mit Entschleunigen zu tun, weil wenn es irgendwie nur schleppend ist, dann ist es irgendwann nicht entschleunigend, sondern nervig. Jetzt muss ich gucken, bin ich da richtig? Ich muss hoch. Hoch auf der Karte, aber runter. Hier in der dritten Dimension. Wieder gucken, bin ich richtig. Rechts. War das jetzt falsch? Ja, das war falsch. Also wieder hochklettern. Ach komm, jetzt stelle ich nicht so an. Ja, Gate, aber da kommen wir ja nicht. Oh, warum sind die Wege so weit? Wir sind fast ganz unten gewesen auf der Karte, am anderen Ende der Karte. Und das heißt, oh, du musst jetzt unbedingt dahin und es ist dann ganz weit weg. Oh, ich will mich in dem Spiel eigentlich nicht aufregen, aber das regt mich auf, sowas. Sowas hier auf. So, das war Jonesy Lake. Wo wir doch Bärenspuren suchen sollten. Und angeln. Ja. Danke. So. Jetzt. Muss ein Weg sein. Ist ja eingezeichnet. Aha. Aha. Wie gesagt, ich glaube, das sind so die Challenges in diesem Spiel. Den Weg einfach finden. Ansonsten gibt es ja da nichts, nicht wirklich jetzt etwas. Bei
hängt immer noch der Zettel in der Luft. Aber da ist ja das Gate, da kommen wir ja nicht durch. Kann man das jetzt einfach mit der Axt aufhacken? Das ist richtig. Scheint schon mal richtige Richtung zu sein. So, da sind wir wieder. Hä? I'm busting the gate down. There's nobody around and it's the quickest way in. Copy that. I smashed open the gate. Should I try to fix or hide this? No, screw it. Okay then. Nachforschungen in Wapiti-Mitau. Mitau anstellen. Bienenstich ist eine Errungenschaft. Von einer Biene gestochen werden, der Schmerz geht vorbei. Bienenstich melden. I got stung by a bee. Okay. Is that it? Yeah. Did it? An das Personal von Wapiti Station. Das hat irgendwie ein bisschen was von Lost. Wo man die Hinterlassenschaften der Dama-Initiative auf der Insel findet. Dr. Simmons befindet sich vom 15. August bis 15. Oktober in der Einrichtung. Dr. Johnson ist für hochschuleigene technische Ausrüstung verantwortlich. Für regierungseigene technische Ausrüstung ist Cat Ferdinand zuständig. Zur Erinnerung, dies ist ein kontrolliertes Gebiet. Sämtliche Probleme, Fehlfunktionen und Verstöße sind umgehend zu melden. Yes, kind of. Okay, I'm sorry. An. Der Sonnenuntergang, der Himmel brennt. Warum wird die Musik jetzt plötzlich so dramatisch? Station zu sein. Oder gewesen zu sein. Was ist hier los? Site. I don't see anybody around.
Yeah, lucky for us. Dee, there's some serious comms equipment out here, wireless stuff. What do you mean? I'm talking a big 20-foot-tall transmission tower. They can probably listen to whoever the hell they want. They're nestled down in this valley, which makes it impossible for you or any lookout to see them. Something with the soil out here too. It's all gritted off. Hey, maybe you were right about the lichens. I'm in their main tent. What's it like? It's definitely some sort of monitoring station. I think I found the thing they used to track us. Holy shit! You know, you swear, like, a lot. Not the time, Hank. Anyway, it's called a wave receiver. Looks like it picks up anything that emits a signal. It's got basic orienteering capabilities, everything. Holy... Holy shit, Henry. Yeah, holy shit. You're gonna take it, right? Yeah, of course. Folge dem Piepen des Geräts? Okay, this thing is losing its mind, beeping like crazy. I can hear it. What's it after? I don't know. I'm gonna go find out. There's all sorts of contraptions and shit out here. Here that confirms they're tracking our people's movements. The map's got all sorts of paths and areas marked off on it. There are lines that look like some of the paths I normally take. Are you positive it's you? I'm not sure, but I think so. I think this thing is responding to something in this pile of crap on the desk. Dig through it. Namen. Das ist wirklich wie bei Lost. Warum hat man unseren Dialog aufgezeichnet? Are you shitting me? What is it? There's a folder of reports here. What do they say? They're assessments about the two of us. Zielperson Delilah, Alter 43, Übersicht des Programmstatus, erste Woche, zweite Woche und so weiter.
beobachtete Eigenschaften. Zuverlässig trotz Alkoholismus, also schon wieder Alkoholismus. Aufmerksam, charismatisch, eigennützig, verzerrte Wahrnehmung persönlicher Vergangenheit. Relevante beobachtete Tatsachen, war nie verheiratet, keine Kinder, geht selten. Wandert und verlässt ihre unmittelbare Umgebung kaum. Mehrere Affären trotz Langzeitbeziehung. Name Xavier oder Jaffia. Manipulierbarkeit. Abgezeichnet durch Programmleiter. Also was mir auffällt. Stuff in here about Julia. Like what? Stuff I didn't tell you. This is... What does it say about me? You said there was one about me. And it looks like they've been following me around. What I do when I'm out hiking? Jesus! Henry, do you hear me? It says that you and your boyfriend are still together. What? We're not. They're messing with us. Yeah, okay. Bericht über mich. Gut, ich bin 39. Entdeckungslustig, geradlinig. Reizbar, passiv, schuldbewusst, direkt, zurückhaltend. Zielperson hat von Aufmerksamkeit der Vorgesetzten gewonnen. Vertrauen noch wissenschaftlich nachzuweisen, alles deutet auf volle Kooperation hin. Kooperation für was? Zielperson könnte Kenntnis des Tests besitzen. Abbruch der Beobachtung angeraten, falls Zielperson Posten verlässt. Manipulierbarkeit 9. They are. How do they even know who he is? How the hell does this... I'm so sick of letting these people do this to us. We should just burn the place down. Think about it. Worst case scenario. Delilah. What? Think about it. I am, and I think it's insane. They'd be fucked. Yeah, and how about if that fire comes up the mountain? Das sind jetzt die Frequenzen. Ach du Schande. Das ist wirklich wie bei Lost. Or someone were to die in it. We call it in? Yeah, maybe. Oh my God, Delilah, no. No way. Well, maybe it's not the best idea. Yeah, it's definitely not the best idea. Oh, I'm so fucking wound up! It's all right. I'm just gonna hike back. We have the wave receiver, and tomorrow we can figure out what to do. Zum Wachturm zurück. Jetzt ist mir aufgefallen, dass alle anscheinend, die da gearbeitet haben oder arbeiten, sich ähnlich sind. Also auch die anderen, dieser Dave oder dieser Ron, oder was wir da gelesen haben, das waren auch irgendwie Alkoholiker und sind irgendwie von ihrem Leben davon gelaufen oder jetzt muss ich den Weg wieder finden. Ja, dramatische Musik. Aber jetzt beruhigen wir uns. Gucken mal, wo wir lang müssen. Okay. Aber Test wofür? Manipulierbarkeit. Gut, man muss bedenken, das ist in den 80er Jahren, alter Krieg, gibt es da vielleicht irgendwelche, ja, ich habe keine Ahnung. Schon wieder.
besucht, die leicht, die leicht manipulierbar sind für irgendwelche militärischen Zwecke. Ist ja gar nicht so außergewöhnlich. Ja, Kip verläuft sich hier mal wieder, das ist ja klar. Oder Henry, ne, es ist Henry, ja. Der Henry. Aber warum dann wegen manipulierbar? Keine Ahnung. Auf jeden Fall die. Ah, da ist er, die Brücke. Auf jeden Fall die. I see it. What the hell happened to you? It's definitely not the best idea. It wasn't me. What do we do? We just call it in like any other fire. And what about who started it? What about them? The person who started it? Yeah. We're talking about people watching us out here who are now burning the forest and everything in it around us. I don't know what to do about that. Except get the hell out. Yes, get us the hell out of here. I will. Oops. Was habe ich da gerade geschrieben? This receiver just picked something up. Like a signal? It's going beep beep. Yeah, what could it be? I don't know. You gotta find out. All right, I'm on my way now. You know what I just picked up? No. A fifth of Major Bueno tequila from the creek. Are you drunk? No! I am getting drunk! Hey, Dee, I don't want to harsh your vibe, but maybe... Thank you.